So. Sind wir offensichtlich live. Und wo seht ihr denn da? Bei Rathaus Fürstenwalde müsste das diesmal sein und nicht bei ihm. Unter Videos oder unter was? Ja, die müsste ja im Prinzip posten. Das soll man nicht. Na, mal sehen. Diesmal war es in der Stadtverwaltung, aber diesmal sollte es im besten Fall unter Rathaus Fürstenwalde sein. Also wenn es dann kommt, jetzt ist live. Ah, ja, ich bin, das ist mein erster Fall, den ich habe. Haben wir schon Zuschauer? 5. So, 3 davon sind wir selbst. Ach, guck mal, gleich. Nee, die sind schon mehrere hier. So, haben wir auch einen Ton? Ja, hört sich so an, ja. Hast ordentlich versetzt. Ja? Hm, aber ist Ton. Okay. Dann versuchen wir irgendwie. Okay, dann versuchen wir das irgendwie hinzubekommen mit den Fragen. 25 Zuschauer haben wir schon. 33. Okay. 34. Geht voran, dann warten wir vielleicht noch eine Minute. Erstmal hallo allen, die schon zuhören. So, Abstände sind gewahrt. Ich sitze an meinem eigenen Platz. Deswegen nehme ich jetzt die Maske ab. Vermutlich hört man mich dann auch besser. Ich versuche jetzt hier zeitgleich auch immer reinzugucken, wenn jemand kommentiert, wenn jemand Fragen stellt oder ähnliches. Das nur zu den technischen Abläufen gerade. Ist alles ein bisschen verzögert hier, aber wir versuchen es bestmöglich hinzubekommen. Okay, 17:01, 42 Zuschauer, herzlich willkommen. Euch allen, wir sind ja auf Facebook, ich darf du sagen, das freut mich. Vor allen Dingen auch in Anlehnung an die letzte Facebook-Live-Geschichte mit der Partei Die Partei, wo ich zuletzt ja auch teilhaben durfte und auch das eine oder andere schon sagen konnte zu diesem Projekt. Und ja, ich erstmal, wie gesagt, an der Stelle ein freundliches Hallo, Freitagabend 17 Uhr, freue mich, dass so viele tatsächlich zugucken. Also sagen wir in der letzten Woche, die vergangene Woche, die jetzt hinter uns liegt, wahrscheinlich so als Vorlauf zur Stadtverordnetenversammlung, die gestern stattgefunden hat, hat das Thema Surf-Ära und Schwab, Spreeschwimmhalle für große Beunruhigung und vielleicht auch Vorbehalte gesorgt. Ich muss sagen, vieles ist aus meiner Sicht missverstanden worden. Einiges wurde vielleicht auch nicht hinterfragt oder auch vielleicht auf eine missverständliche Art und Weise. Aber es ist für meine Begriffe ein ganz klares Zeichen, dass wir einfach umfassender informieren müssen. Das ist klar und das war auch immer geplant. Ich möchte auch da nicht, dass das falsch verstanden wird. Es gab nie und nimmer irgendwie die Idee, da irgendwie mit wenig Informationen irgendwie Fakten zu schaffen. Nee, wir sind nun einfach in einem unglaublich frühen Stadium dieses ganzen Projekts, weshalb wir auch einfach diese ganze öffentliche Diskussion noch nicht angestoßen haben. Der ursprüngliche Zeitplan sah das tatsächlich vor, dass wir im Januar mit dem Jahreswechsel mit allen möglichen Informationen rausgehen. Leider sind wir noch nicht so weit. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal auf der Webseite, auf der Homepage eine Reihe von Informationen zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, um eine Basis zu haben, eine Grundlage zu haben, ist das schon mal sehr, sehr gut geeignet, um zu wissen, worüber wir reden. Aber summa summarum ist es sicherlich immer besser, direkt darüber zu sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt hier tun können. Also im Moment spreche nur ich, aber in den Kommentaren für den Fall, dass ihr Fragen habt, Anmerkungen, Hinweise, dann immer rein. Und mein Team hier, die hier noch verteilt im Raum sitzen, werden wir dann die Dinge entsprechend zureichen. Ja, also wie gesagt, stellt einfach die Fragen. Wir haben auch noch ein paar Bilder aus der Präsentation, die uns die Vorhabenträger auch freigegeben haben für heute, dass wir sie auch zeigen dürfen, weil dadurch, dass dieses ganze Projekt in einem sehr frühen Stadium ist, haben wir natürlich auch das
Thema Rechte und was kann man an der Stelle jetzt schon von dem Projekt rausgeben, ohne dass es dann potenziell kopiert wird oder sozusagen das Geschäftsmodell derjenigen, die das hier vorhaben, konterkarieren würden. Deswegen bitte ich halt da an der Stelle um Verständnis, dass es wahrscheinlich auch heute so sein kann, dass es die eine oder andere Frage gibt, die ich einfach nicht beantworten kann. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es einfach rechtliche Erwägungen gibt, die dann doch für die Stadt nachteilig sein könnten. So, jedenfalls ein bisschen was haben wir. Das freut mich jedenfalls sehr. Und um jetzt mal den Einstieg ein bisschen noch zu schaffen, will ich mal kurz einen Abriss machen für den Anfang, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Ja, also der eine oder andere fragt sich ja vielleicht, Menschenskinder, spinnt der Bürgermeister jetzt komplett? Was hat er sich denn da für eine Schnapsidee ausgedacht, irgendwie beim Kaffeetrinken am Wochenende oder ähnliches? Nein, dem ist nicht so. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir ganz regelmäßig hier bei uns in der Stadt gibt es Anfragen. Anfragen von der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg, vom Landkreis oder Spree oder auch direkte Anfragen von Investoren und Vorhabenträgern, die sich einfach bei uns in der Stadt melden, bei uns in der Wirtschaftsförderung, bei Heike Weise oder direkt bei mir im Büro und einfach ihr Vorhaben vorstellen wollen. Und so war es eben auch hier. Wir haben eine E-Mail bekommen vom Landkreis oder Spree, dass eben zwei Vorhabenträger auf der Suche nach einem Grundstück sind und das Thema ist, hat was mit Wasser zu tun, das war die Anfrage. Es geht um Surfen und es geht um Wasser und die suchen Grundstück. So, ob wir da nicht etwas hätten. Das war ganz grundsätzlich erstmal die Anfrage. So, und wie das eben so ist, wir schließen erstmal per se das Wenigste aus, also das passt wirklich nicht, überhaupt nicht zu uns als Stadt, aber ganz grundsätzlich lassen wir uns erstmal alles vorstellen und bieten auch an, Grundstücke, Möglichkeiten, wenn es sich in irgendeiner Weise als machbar darstellt. So, und zu diesem Zeitpunkt haben wir schlicht und ergreifend geguckt im Stadtgebiet, so, es kommen 3, 4, mögliche 5 Flächen kommen in Frage, wo man so etwas machen kann, weil wir haben ja noch nicht mal zu dem Zeitpunkt gewusst, was tatsächlich dahinter steckt. Es war nur die Aussage, wir brauchen ein Grundstück, so und so viele 1000 Quadratmeter werden benötigt. Und so läuft das meistens ab, so auch hier. Und da, Wasser haben wir gehört, okay, wir wissen, die Stadtverordneten und auch die Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder sind wasseraffin. Wir haben Schwab, wir haben die Schwimmhalle, wir haben aber auch die Spree vor der Tür. Auch Wassertourismus, ihr kennt das mit dem Tourismuszentrum, mit dem Wassersportzentrum unten an der Spree, am Haus am Spreebogen, wo investiert werden soll und so weiter. Also haben wir gesagt, das passt zu uns. Alles klar, wir machen ein Angebot. So, und dann ging es auch immer gleich, dann vergehen viele Wochen, Monate und dann werden sozusagen alle Angebote, weil wir werden nicht exklusiv angefragt, sondern eben ganz viele werden angefragt. Das ganze Land Brandenburg wurde gescreent und dann haben die sozusagen 100 mögliche Standorte gehabt und haben dann angefangen im Detail zu gucken, welcher käme dann in Frage. Und dann haben sie sich bei uns wieder gemeldet und haben gesagt, okay, Fürstenwalde kommt in die engere Auswahl. Hier können wir uns vorstellen, unser Projekt umzusetzen. Wir würden gerne vorbeikommen und würden euch, liebe Stadt Fürstenwalde, gerne vorstellen, was wir für eine Idee haben. So, und das ist dann passiert. Dann kamen sie zu uns und dann haben wir sozusagen gemeinsam überlegt, okay, welche von den 5 vorgeschlagenen Ideen und Grundstücken kämen denn in Frage für dieses ganze Vorhaben. Und dann sind halt ganz schnell wieder welche rausgefallen und dann hat man eben auch gemeinschaftlich in einem Gespräch mal über die ganzen Gegebenheiten hier gesprochen und so kamen wir eben auch auf den Standort Schwab, Spreeschwimmhalle und die ganze schwierige Situation gerade mit der Sanierung, die wir notwendigerweise anstreben müssen. Und ich sage das nochmal, es steht zu Buche aus einer Sanierungsstudie, die wir in Auftrag gegeben haben, dass wir deutlich mehr als 20, vermutlich eher 30 Millionen Euro ausgeben müssen, um es ins Schwab und die aktuelle Spreeschwimmhalle zu investieren, um das Angebot, was jetzt aktuell da ist, so fit zu machen, dass es nochmal 15 bis 20 Jahre hält. Und dann kann man sich aber vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt eine Summe 20 bis 30 Millionen Euro, irgendwie muss die auch erwirtschaftet werden, irgendwo muss sie herkommen. Das heißt, da haben wir wirklich einen ziemlich großen Schuh. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird sehr zügig letztendlich es immer schwieriger werden, dieses Angebot des Schwab und der Spreeschwimmhalle aufrechtzuerhalten.
So, das haben wir sozusagen im Großen und Ganzen besprochen und dann kam irgendwann der Punkt, naja, also der Standort der Spreeschwimmhalle, des Schwab, kommt in die engere Auswahl. Das wäre der Standort, den wir uns gut vorstellen können. Und es kam dann auch die Idee, der Gedanke, na Mensch, liebe Stadt, pass mal auf, wir können doch eines machen, wir kaufen von euch das Grundstück, wo jetzt das Schwab und die Spreeschwimmhalle draufsteht und wir bauen euch dort, oder wir bauen dort auf diesem Standort etwas Neues, nämlich den Standort für die Surf-Ära, für unser Projekt. Und damit schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ihr braucht sozusagen die Sanierung nicht mehr selber stemmen. Wir bauen dort etwas, wir bauen also etwas mit Freizeitwert, wir bauen etwas, was sozusagen ein Leuchtturm ist, weil es ist ein Projekt, was es nirgendwo auf der Welt gibt, auch so wie es aktuell geplant ist. Es ist einmalig und es wird vermutlich auch längere Zeit einmalig bleiben. Und das waren sozusagen die Gedanken. Und das war dann das sehr frühe Stadium, in dem wir dann auch als Stadtverwaltung gesagt haben, okay, jetzt kommen wir nicht mehr ohne Politik aus. Also jetzt ist sozusagen das Gespräch im Bürgermeisterbüro zu Ende, weil jetzt kommen wir in das Stadium, wo wir auch mit der Politik und der Öffentlichkeit reden müssen. Also der Öffentlichkeit in Form der Politik, nämlich der gewählten Vertreter der Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder der Stadtverordnetenversammlung. So, das haben wir dann gemacht und dann gab es die erste Präsentation im Stadtentwicklungsausschuss bereits im Oktober. 20.10. letzten Jahres war das. Und da wurde sehr detailliert letztendlich vorgetragen und eben auch die Idee präsentiert, die da ist. Und wichtig ist mir, das jetzt hier auch an dieser Stelle nochmal ganz deutlich zu betonen. Zu keinem Zeitpunkt habe ich überhaupt Luft rangelassen an die Situation, dass wir irgendwann vielleicht ohne Sportschwimmhalle dasteht. Ich habe immer klargestellt, es muss gewährleistet sein, dass in der Stadt Fürstenwalde nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig immer eine Sportschwimmhalle besteht. Und jetzt mache ich, sage ich mal, einen kleinen Sprung, wo wir jetzt letztendlich stehen. Also wie gesagt, die Sportschwimmhalle steht nicht in Frage. Das war das, was, glaube ich, der Antrieb von ganz, ganz vielen war, auch vielleicht denen, die jetzt Unterschriften geleistet haben gegen dieses Projekt, die gesagt haben, Menschenskinder, wie verrückt ist das denn? Dann haben wir keine Schwimmhalle mehr, unsere Vereine können nicht mehr, wir können kein öffentliches Schwimmen mehr machen, wir können kein Lehrschwimmen mehr machen und so weiter und so fort. Nein, ganz klar, ohne dem geht es nicht. Und wir arbeiten da auch mit Hochdruck dran und das ist allen Beteiligten klar. Die Fürstenwalder Kinder sollen weiter sicher schwimmen lernen. Und ich betone es auch deshalb so, weil es ist völlig widersinnig, jetzt zu behaupten, der Bürgermeister will irgendwie das Lehrschwimmen für die Kinder wieder abschaffen. Denn wer sich daran erinnert, war es seinerzeit ein Antrag der Fraktion BFZ, das ist die Fraktion, aus der ich auch komme, als Bürgermeister. Und wir waren es, die den Antrag gestellt haben, dass für die 5- bis 7-jährigen Kinder die Schwimmkurse in unserem Schwab kostenfrei angeboten werden sollen. Das wurde auch umgesetzt und das passiert auch tatsächlich. So, und deswegen könnt ihr euch alle sicher sein, das ist ein Herzensanliegen von mir, dass das weiter gewährleistet wird, weil kein Mensch, zumindest Kenner in der Politik, ist so blöd, irgendwann mal seinen eigenen Antrag und seine eigene gute Idee zu konterkarieren mit dem Handeln. Auch ich habe das nicht vor. Das aber nur zur Begründung. Natürlich das Thema Reha, Breiten, Leistungssport, das sind alles Themen, die wir alle mit unterbringen können, die wir auch weiter spielen wollen und auch noch sozusagen weiterentwickeln wollen. So, jedenfalls, eigentlich geht es im Moment in der weiteren Diskussion darum, nicht ob eine Sportschwimmhalle irgendwo steht, sondern wo. Wir sind eigentlich nur auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wo kann das denn passieren? Und da sind mehrere Standorte, kommen da ins Spiel. Also es gibt im Stadtgebiet halt die eine oder andere Möglichkeit, wo wir das machen können. Vorteil hierbei ist, dass eine neue Schwimmhalle, ich nenne das jetzt einfach mal unter dem Arbeitstitel Spreeschwimmhalle. Ja, Spreeschwimmhalle werden viele kennen. Die Spreeschwimmhalle ist das, was vor dem Schwab sozusagen da stand. Die alte Spreeschwimmhalle steht ja noch immer. Der Name hatte sie immer und
wird sie zukünftig hoffentlich auch haben. Und die ist halt eben, braucht nicht mehr so viel Platz, wie es bislang auch das Schwab hat, sondern wir brauchen da vielleicht, weiß ich nicht, 3.500, 4.000 Quadratmeter. So viel Platz braucht jedenfalls jetzt das jetzige Sportbad. Und da haben wir eben einfach ein bisschen mehr Spielräume im Stadtgebiet, um einen guten Standort zu finden. So, und ja, es gibt derzeit im Großen und Ganzen gibt es vier Varianten, die im Gespräch sind für den Fall. Es gibt vier Varianten, wie wir jetzt mit dem aktuell vorliegenden Angebot umgehen können. Also Angebot sage ich deshalb, weil es ist eben so, dass wir als Stadt Fürstenwalde in dem gesamten Screening von über 100 Standorten auf Platz 1 gelandet sind. Es gab Gespräche mit Investoren, es besteht die Bereitschaft, das Geld ist da, die entsprechenden Absichtserklärungen sind auch unterzeichnet. Wir reden über 100 bis 120 Millionen Euro, die investiert werden sollen, und zwar nicht aus dem Haushalt der Stadt Fürstenwalde. Bei dieser Investition geht es darum, dass die Stadt Fürstenwalde nicht einen Euro dazugeben soll oder muss. Das Einzige, worum es geht, ist, ob wir uns als Stadt, als Politik, Stadtverordnetenversammlung, als gewählte Vertreter, aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt vorstellen können, dass wir perspektivisch keine Spreeschwimmhalle alt plus Spaßbad mehr haben, sondern dass wir etwas Neues, Größeres, Tolles haben, dass letztendlich alle Spaßangebote, Spaß- und Freizeitangebote unter einem Dach vereint. Und da ist Surfen natürlich der Hauptpunkt, weil darum geht es, aber eben auch Wellness, Whirlpool, Rutschen und Erholung, Massagen, solche Dinge, alles, was man letztendlich haben möchte oder braucht und was man vielleicht auch aus dem Tropical Island kennt. Nicht ganz so groß und auch nicht in diesem Stile, aber damit ist es vielleicht am ehesten vergleichbar. Und zusätzlich dazu in der Hand der Stadt Fürstenwalde an einem anderen Standort, entweder in der Nähe des jetzigen oder ganz woanders, darüber müssen wir uns noch verständigen, eine neue Sportschwimmhalle, ich nenne es Spreeschwimmhalle 2.0, bauen, die wir nach den heutigen Standards barrierefrei, modern, nach den Anforderungen auch der Nutzerinnen und Nutzer, der Vereine, Reha-Sportlern und bauen können. Völlig neu, auch vielleicht ökologisch, wenn es dann darum geht, wie ist die Energieversorgung, diese Dinge, dass wir die bestmöglich neu bauen können und zwar mit deutlich geringeren Kosten, als wir momentan veranschlagen, um das Schwab, wie es jetzt ist, einfach nur auf dem jetzigen Stand zu halten. Ja, also das ist im Moment das, was letztendlich in Rede steht, und es gibt für dieses letztendlich im Moment ja vier Varianten. Ich fange mal mit der Variante 4 an. Die Variante 4 ist schlicht und ergreifend die, die zur Abstimmung steht, dass wir sagen, nein, dieses Projekt, über das wir hier reden, ist für Fürstenwalde Quatsch. Wir wollen das hier nicht. Liebe Vorhabenträger, sucht euch doch einen anderen Standort, um die Surf-Ära zu bauen. Und da kann ich sagen, dann wird ein anderer Standort selbstverständlich nachrücken. Und es gibt einen, der dicht aufliegt. Und es ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche, die Surf-Ära wird definitiv gebaut werden. Die Frage ist einfach nur die, wie stelle ich als Bürgermeister in Fürstenwalde oder an anderer Stelle? Und ich sage mal an dieser hier jetzt ganz klar, ich wäre ein schlechter Bürgermeister, wenn ich mir sowas angucken würde und dann sagen würde, nee, geht mal lieber weiter und macht das mal in einer anderen Stadt. Weil die Potenziale und Möglichkeiten, die sich damit ergeben, sind aus meiner Sicht für Fürstenwalde wahnsinnig gut. Insbesondere, weil eine gewisse Dynamik aufkommt. Wir haben die BR-Eröffnung, wir erwarten die Tesla-Werkseröffnung in diesem Jahr und mit der Surf-Ära wird es einen ziemlich großen Schub für Fürstenwalde geben in der gesamten Entwicklung. Und natürlich sind solche Entwicklungen auch immer mit Ängsten verbunden, mit Veränderungen verbunden. Aber es gehört eben auch zu weit dazu, dass das Leben Veränderung ist und
dass man sich manchen Veränderungen auch nicht entziehen kann. Und dann ist die Frage, gestaltet man die Veränderung mit oder wehrt man sich dagegen? Und ich bin angetreten seinerzeit als Bürgermeister, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass die Stadt sich weiterentwickelt, dass wir bessere Angebote haben für die Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder und möchte, dass was für die Zukunft geschaffen wird. Und so handle ich jetzt auch. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dieses Angebot, diese Anfrage, die wir hier haben, werden wir der Stadtverordnetenversammlung und dann auch der Öffentlichkeit vorstellen. Und jetzt geht es dann um die anderen drei Varianten für den Fall also, dass wir sagen, okay, wir können uns das vorstellen hier in Fürstenwalde und wenn wir uns das in Fürstenwalde vorstellen können, dann heißt das Abschied von der jetzigen Spreeschwimmhalle und dem Schwab und allem, was dranhängt, für etwas Neues. Aber eben, es gibt keinerlei Streichung der Angebote. So, und diese drei Varianten, über die wir reden, da ist also Variante 1. Die Stadt Fürstenwalde baut an einer beliebigen Stelle, den Ort finden wir noch, das ist unproblematisch aus meiner Sicht, baut eine neue Spreeschwimmhalle 2.0 und in unserer Hand, wir investieren, wir betreiben, es ist unsere Sport- und Schwimmhalle und kommen damit dieser Aufgabe nach, die ich ja durchaus sehe als Aufgabe unserer Stadt Fürstenwalde, als Kommune. Wir haben eine Halle dann für den Schulsport, für den Vereinssport, für das öffentliche Bahnenschwimmen, für auch Reha und all diese Angebote, Lehrschwimmen für die Kleinen, für das Seepferdchen, all diese Dinge. Und wenn wir die dann haben, dann haben wir dadurch jedenfalls eine deutliche Verbesserung zu dem, was jetzt ist. Und wir können uns auch über ein 50-Meter-Becken unterhalten, wenn das der Wunsch ist. Es geht darum tatsächlich, was wollen wir dann im zweiten Schritt. So, und parallel dazu entsteht, wie gesagt, die Surf-Ära und über die Angebote, da würde ich euch jetzt gerne mal auf den aktuellen Stand bringen. Was ist denn da geplant? Einfach um mal zu zeigen, dass eigentlich keine Angst davor haben muss, dass irgendetwas wegfällt. So, jetzt müssen wir mal kurz hier ein bisschen gucken. So, wir sehen jetzt eine kleine Übersicht, die... Ja, ich hoffe, man kann sehen. Genau. So, und zwar sieht man hier in diesem Bereich, das ist der Wavepool, der also im Minutentakt Wellen zum Wellenreiten erzeugen kann. Und da gibt es halt einen eklatanten Unterschied, weil viele sagen auch, Mensch, was soll das, gibt es doch schon, ist doch in Berlin schon, all solche Sachen gibt es doch schon. Nein, hier ist der Unterschied. Das, was es bislang gibt, sind stehende Wellen. Man steht also an der gleichen Stelle auf dem Board und surft sozusagen eine stehende Welle. Hier bei diesem Wavepool reden wir davon, dass es tatsächlich so ist wie im Meer. Es wird hier hinten eine Welle erzeugt und man surft sozusagen auf der Welle bis nach vorne zum Strand, nenne ich es mal. Das ist dieser Teil hier. So, und ihr könnt hier erkennen, hier geht es natürlich nicht nur um das Thema Surfen, sondern es gibt weitere Angebote, die ebenfalls mit Wasser zusammenhängen. Das erinnert euch vielleicht so ein bisschen an den Bereich im Schwab, wo es auch so einen umlaufenden Kanal gibt, wo es mit einer Strömung man dann rumgetrieben wird. Das ist hier so in der ähnlichen Art. Der Plan sieht hier weiter vor, hier gibt es so Whirlpool-Becken, ihr seht das. Hier sind auch noch eingezeichnet zusätzliche Bereiche für andere Sportarten, Tennis, Bolzplatz und so weiter, die außen entstehen, also wofür man auch keinen Eintritt bezahlen muss, für den Fall, dass wir den Platz noch auf dem Grundstück finden. So, aber die für meine Begriffe ganz wesentlichsten Highlights hier an der Stelle sind eben zwei. Und ihr seht es hier. Hier ist einmal das Slide Wheel bezeichnet. Und das zweite, ihr werdet es kennen, das Ding heißt auch Master Blaster, so wie bei uns die Rutsche im Schwab, bei der man bergauf rutscht. Und es gibt noch eben Endless Surf ES36, das ist dieser Pool. Aber ich komme mal zu dem Thema. Moment. Zu dem Thema Slide Wheel. Ihr
Seht das hier, das ist eine Rutschenanlage, die, da gibt es auch Videos auf YouTube, da könnt ihr mit Sicherheit mal gucken, beziehungsweise, also findet ihr auf YouTube definitiv was drüber, wenn ihr Slide Wheel eingebt. Das ist eine Rutsche, wo man eben mit einem Reifen, geht hier oben rein, kann bis zu 4 Personen oder Kinder vielleicht ein paar mehr, setzt man sich rein und dann wird man im Prinzip in diese Tube reingeschickt, die sich selbst dreht. Das sieht man hier, die ist also drehbar gelagert und man wird also auf kleinstem Raum in einer ziemlich langen Rutschpartie da durch die Gegend getrieben. Und das ist auf jeden Fall ein Highlight insofern für Fürstenwalde und die ganze Gegend, weil es etwas derartiges bislang jedenfalls hier in der Gegend noch nicht gibt. Das soll dann hier drin entstehen. Und dann kommen wir zu dem zweiten großen Highlight, das ist nämlich das ganze Thema Master Blaster. Ihr seht, das ist eine ziemlich große Anlage. Im Prinzip besteht die aus 5 Rutschen. Und eine davon ist eben, dadurch der Name, ist eben Master Blaster. Und auch hier wird es eine Aufwärtsrutsche geben, die seht ihr hier. Und genau das Gleiche, was ihr, nicht das Gleiche, besser als es bislang der Fall ist, haben wir hier tatsächlich dann 5 Rutschen, unter anderem mit dem Master Blaster. Und auch dieses ist letztendlich hier eingeplant. So, und wenn wir jetzt mal hier nochmal hinkommen. Hier kann man das alles nochmal sehen in der Übersicht. Wir haben hier die Surfzone, hier ist die Familienzone, wo also auch für kleine Kinder, wo Eltern mit ihren kleinen Kindern oder Großeltern genauso eine kleine Wasserspielpartie haben, wie es jetzt im Schwab auch der Fall ist. Wir haben hier die Stelle mit dem Slide Wheel und hier haben wir die Rutschenzone, die Slide Zone, wie es hier bezeichnet ist, wo eben dieser von mir gerade angesprochene Rutschenpark mit 5 Rutschen entstehen soll. Dann gibt es hier noch die Erholungszone und also 1000 Sachen, also ganz, ganz viele Angebote, die hier entstehen sollen. Und summa summarum muss man sagen, es gibt da nichts, was man vermissen müsste, aus meiner Sicht, gegenüber dem jetzigen Zustand, den wir jetzt haben. Ihr seht, es wird alles integriert, was man an Spaß, Fun und Freizeitwert mit unserem Schwab verbindet. Und zweite Part dann an der Sache ist letztendlich die Sportschwimmhalle und da bleibt es dabei, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich gerne, weil es offensichtlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, der auch immer wieder untergeht in sämtlichen Kommentaren, von welchem Beitrag auch immer, war das immer wieder zu merken. Es wird immer wieder behauptet, ja, wir können dann kein Schwimmen mehr machen und so weiter. Nein, das ist falsch, es bleibt dabei. Spreeschwimmhalle 2.0 neu soll kommen und Variante 1 ist das Ganze in einem getrennten Bau zu machen. Und zwar in den Händen der Stadt Fürstenwalde, da sage ich auch, das ist nämlich die Abgrenzung zur Variante 2. Die Variante 2 sagt nämlich, dass beides zusammen integriert werden soll. Also sprich, das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, nur in einem Teil soll dann sozusagen ein Sportbecken entstehen. Ob 25 Meter Bahn oder 50 Meter Bahn ist dabei jetzt völlig unerheblich. Es soll in der Surf-Ära, also könnte in der Surf-Ära, das Variante 2 wohlgemerkt, könnte das da entstehen. Und dann hätte die Stadt Fürstenwalde da aber, und das sehe ich tatsächlich als Nachteil, wir werden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert dem wirtschaftlichen Erfolg der Surf-Ära. Wenn da was passiert, würde unser Sportbad auch im Zweifel mit verschwinden oder die Stadt Fürstenwalde müsste die Surf-Ära übernehmen. Dass so eine gute Idee ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Deshalb ist das eher dann auf der Kontraliste, dass man sagt, gut, das da drin zu machen und wir haben dann auch das Problem mit der Preisgestaltung. Wir wissen nicht so richtig, welche Preise werden da aufgerufen. Wir haben da wenig Einfluss drauf dann als Stadt, weil na klar ist dann Wirtschaftsunternehmen, da muss man eben auch sagen, okay, da haben wir, können wir nicht allzu viel dran machen. So. Und dann kommt letztendlich
im Rahmen der Fragestellung, wo soll denn die Stadt Fürstenwalde das Geld tatsächlich dann hernehmen, um eine neue Schwimmhalle zu bauen. Und da kommt dann eben die Variante 3 ins Spiel, die da einfach sagt, okay, die Stadt Fürstenwalde sucht sich einen Investor. Ich mache es jetzt mal ganz verkürzt und einfach dargestellt. Wir suchen uns einen Investor, der uns, was weiß ich, 6, 7, 8, vielleicht 10 Millionen Euro zur Verfügung stellt, nach unseren Wünschen die Spreeschwimmhalle 2.0 an dem Standort baut, wo wir sie hinhaben wollen. Und die Stadt Fürstenwalde mietet dann diese Spreeschwimmhalle und bewirtschaftet die und zahlt sie sozusagen ab bei diesem Investor. Das ist Variante 3. Wichtig ist zu sagen, in jeder der vier Varianten, die ich gerade gesagt habe oder vorgestellt habe, hat die Stadt Fürstenwalde ein Sportbecken, eine Sportschwimmhalle für all die Angebote, die derzeit da drin stattfinden. Nur moderner, möglicherweise größer, ökologischer, schöner und besser auch vielleicht zu bewirtschaften. So, nur in einer Variante bleibt letztendlich alles so, wie es ist, aber auch das sage ich mit ungewissem Ausgang, weil bis heute nicht klar ist, wie können wir Geld aufbringen, um das Schwab, so wie es jetzt ist, wieder zu ertüchtigen, dass es noch weitere 15 bis 20 Jahre hält. Und was man eben auch mit berücksichtigen muss, bei der ganzen Frage, ob dieses Vorhaben Sinn macht, wir würden dadurch ja nichts verbessern. Es gibt kein neues Angebot. Es gibt bei dieser Investition keine neue Rutsche, keinen neuen Master Blaster, keinen neuen Whirlpool, es gibt auch keinen neuen Rutschenturm oder ähnliches, sondern die von mir angesprochenen 20 bis 30 Millionen Euro dienen nur dazu, das zu sichern, was jetzt da ist. Und wir werden aber auch diese 15 bis 20 Jahre brauchen, um die dann aufzunehmende Finanzierung auch abzubezahlen wieder. So, und ein Angebot, das eigentlich auf dem Stand von 1997 ist, weil da ist das Schwab so entstanden, wie es jetzt ist, dieses Angebot im Jahr 2021 auf die nächsten 20 Jahre vorzuschreiben, ist jedenfalls für meine Begriffe und für mein wirtschaftliches Verständnis ein ziemlich großes wirtschaftliches Risiko, insbesondere dann, wenn es die Stadt Fürstenwalde weiter betreiben soll. Ganz zusammengefasst geht es im Moment nur darum, eine Absichtserklärung abzuschließen. Also zu sagen, okay, liebe Investoren, liebe Vorhabenträger, die Stadt Fürstenwalde ist bereit, mit euch diesen Weg weiterzugehen. Das heißt noch nicht, dass wir etwas geschlossen haben. Es heißt nicht, dass wir ein Grundstück schon verkaufen. Es heißt nicht, dass alles in trockenen Tüchern ist, sondern nur, wir begeben uns auf einen gemeinsamen Weg. Und erst wenn wirklich alles geklärt ist, dann kommt man zu Vertragsabschlüssen. Aber ich bin davon überzeugt, auch das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Pardon. So, also am Ende geht es nur darum, im Moment die Ernsthaftigkeit unserer Absichten zu erklären und eben nicht nur den Vorhabenträgern, sondern auch uns als Stadt Fürstenwalde eine gewisse Sicherheit für die nächsten Schritte zu geben. Weil ihr könnt euch vorstellen, bei all den Fragen, die gerade aufkommen, wie soll es mit dem Personal weitergehen? Wo soll das Geld herkommen? Welcher Standort? Wie groß soll die Schwimmhalle sein? Soll das Wasser grün, blau oder orange sein? Was auch immer. Es ist alles verbunden mit Aufwand und auch mit Kosten. Und niemand, weder diejenigen, die angefragt haben, noch wir als Stadt, haben erstens Geld zu verschenken, noch haben wir Ressourcen, die wir einfach nur verplempern können. Wenn wir also alle nicht tatsächlich den Wunsch und den Willen haben, das Projekt irgendwie umzusetzen, dann arbeiten wir gegebenenfalls für den Papierkorb. Und das können sich die Wirtschaftsunternehmen nicht leisten und wir als Stadt aus meiner Sicht auch nicht. Und deswegen müssen wir eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn wir als Stadt, die Stadtverordneten, mit einer Entscheidung für die Surf-Ära den beiden Vorhabenträgern das Signal geben, wir wollen, dann ist das gleichzeitig verbunden mit einer Entscheidung der beiden Vorhabenträger für den Standort Fürstenwalde. Und eben auch eine Absage
an alle anderen möglichen Standorte. Und das gibt uns die Sicherheit, dass auch wir nicht für den Papierkorb arbeiten als Stadt. Weil dann kann es nämlich sonst passieren, wir arbeiten und dann heißt es irgendwann, ach nee, die anderen waren schneller, die waren besser, die haben uns ein besseres Angebot gemacht oder was auch immer, wir gehen jetzt doch woanders hin. Und das können wir alle an der Stelle nicht wollen. Also, für uns als Stadt ist das aus meiner Sicht eine riesige Chance und nicht irgendein Hipster-Kram, was auch schon mal irgendwie genannt worden ist. Wir können mehrere Riesenfliegen mit einer Klappe schlagen. Zunächst können wir das Schwapp mit dem Investitionsstau. Das sind nicht nur Austausch von ein paar Fliesen. Denn da gibt es wirklich ernsthafte Probleme mit der Technik, mit der Lüftungsanlage und so weiter. Dieses Problem können wir auch lösen. Wie gesagt, wir brauchen eine neue Luftfilteranlage und so weiter, insbesondere in der Corona-Zeit, die reicht einfach nicht aus. Und da können wir, wie gesagt, nicht nur als Standort davon profitieren, sondern auch ziemlich viele Probleme lösen. Und das gehört vielleicht auch noch dazu, auch bei diesem Surfbecken ist es so, da gibt es eben auch einen Bereich, der für Kinder geeignet ist, für Profis geeignet ist und auch für so Freizeitwellenreiter geeignet ist. Das funktioniert alles. Und auch das Argument, was immer wieder genannt wird, ja, Surfen interessiert doch keinen Menschen, was soll das denn sein? Naja, wahrscheinlich diejenigen, die seinerzeit in Senftenberg und sonst wo Skihallen gebaut haben, die haben sich das seinerzeit auch anhören müssen. Und vielleicht kann der eine oder andere mal überlegen, Mensch, ist eine Skihalle? Nicht, dass ich eine Skihalle in Fürstenwalde will, aber vielleicht gab es dann doch mal die eine oder andere Idee. Oder Richtung Hamburg gibt es ja auch noch eine. Und ich kenne persönlich sehr viele, die da auch schon hingefahren sind. Ja, und die haben auch eine Existenz und die funktionieren offensichtlich. Warum soll also Surfen hier nicht auch funktionieren? Achso, und eine Sache ist vielleicht noch ganz wichtig, die habe ich bisher nicht genannt. Dieses ganze Areal soll überdacht sein. Also das ist ein fürs ganze Jahr. Und der Clou an der Sache ist tatsächlich der, dass das ganze Areal, soll ich mal helfen? Dass das ganze Areal insofern mit einem beweglichen Dach überdacht werden soll. Das heißt im Sommer, hier sieht man es jetzt, im Sommer kann man das Dach öffnen bei schönem Wetter und wenn es dann kühler wird im Winter und im Herbst, dann wird das Dach einfach geschlossen und man kann sozusagen das ganze Jahr über surfen, aber eben auch dann, wenn es wirklich schön ist, wenn es warm ist, dann ist es so, als wäre man draußen, wie ich finde, eine ganz großartige, einmalige Sache. Bevor ich zu den Fragen komme, ich weiß, ich rede relativ lange, aber versuche hier auch schon ziemlich viel einfach mit abzuräumen, dass man im Zweifelsfalle sich dieses Video auch angucken kann und eigentlich ziemlich viele bisher gestellte Fragen schon beantwortet bekommt. Wichtig ist mir, das habe ich auch immer wieder gesagt, ich bin der Auffassung, dass in unserer Stadt es sehr, sehr viele Angebote für kleine Kinder gibt. Es gibt auch viele Angebote für Erwachsene, aber was eben fehlt, sind viele und ausreichende Angebote eben für die Jugendlichen, ich sage mal zwischen 14 und 25 Jahren. Da gibt es aus meiner Sicht viel zu wenig. Das ist das, was immer an mich herangetragen wird, was mir immer wieder gesagt wird. Mensch, was ein Kaff hier ist ja nichts los, hier passiert ja nichts. Und da ist aus meiner Sicht, liegt hier jetzt eine große Chance in diesem Vorhaben, weil wir genau für diese Zielgruppe etwas schaffen können, was, und davon bin ich eben genauso überzeugt, auch andere Projekte mit sich bringt. Denn das ist auch ein Grundzusammenhang in der Wirtschaft. Dort, wo etwas solches mit der Freizeit gut funktioniert, da kommen dann auch andere. Und dann gibt es wieder andere Angebote, zusätzliche Angebote, die dann auch nochmal die Attraktivität wiederum erhöhen. Und ich will sagen, mir wäre lieb, weil das geht aus meiner Sicht im Moment deutlich unter, dass wir auch mal die Jugend hören. Genau die Zielgruppe, um die es geht. Von denen würde ich gerne hören, was sind eure Wünsche, wie seht ihr das ganze Projekt, wie ist dort von euch das entsprechende Feedback
Meldet euch doch einfach mal, schreibt uns an, auf welchem Weg auch immer. Es sind alle Möglichkeiten da. So, und was das Thema, das ist auch immer so eine Frage, ja, wer soll sich das denn leisten können? Das ist doch, wer weiß, was das dann für massiv wahnsinnige Preise sind, die da aufgerufen werden, das kann doch dann keiner und so weiter. Auch das Thema Preise, da sind wir im Gespräch, das ist ganz klar, und auch hier habe ich klipp und klar gestellt, dass wir uns etwas einfallen lassen müssen, dass die Preise für die Fürstenwalder erträglich sind. Auch da gibt es Modelle, da gibt es Möglichkeiten, ich habe die eine oder andere schon vorgestellt, muss aber auch grundsätzlich sagen, das, was bislang an Preisen in irgendeiner Weise bekannt gemacht worden sind, wenn man davon reden will, also was angestrebt wird, das ist nichts, wo es um exorbitante Preise geht, die sich niemand leisten kann und nach irgendwelchen überteuerten Eintritten, wo man irgendwie nur die Creme de la Creme reinlässt oder ähnliches, nein, der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Und Der für mich wesentliche Aspekt ist, wir haben die Möglichkeiten auch als Stadt hier steuernd einzugreifen. Ich habe mal das Modell einfach entworfen, nicht ins Reine gesprochen, aber nur mal als Idee, damit man weiß, wo es hingehen kann. Wir können uns als Stadt auch in den Vertragsverhandlungen vielleicht auch ein Kontingent sichern. Dass man sagt, okay, die Stadt Fürstenwalde kriegt halt, was weiß ich, 1000 Eintrittskarten im Jahr zu einem vergünstigten Preis oder kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und diese 1000 Karten können wir dann zum Sozialpreis weggeben. Die können wir sehr günstig anbieten als Stadt, wenn das funktioniert. Oder wir verschenken sie, wir verlosen sie, was auch immer. Da gibt es also beliebige Möglichkeiten. Das ist alles eine Verhandlungssache. Am Ende muss man es nur vertraglich sichern. Und daran arbeite ich, das verspreche ich euch. So, und jetzt würde ich mal loslegen mit den ganzen Fragen, die ihr habt. Es geht hier um das Thema Sauna und Fitness, ob das auch in der Schwimmhalle stattfinden soll oder kann. Das ist dann tatsächlich die Frage, ob wir ob wir das machen, ob die Nutzerinnen und Nutzer, wenn es um diese Beteiligung geht, wie soll die Spreeschwimmhalle aussehen, die neue, ob das da mit integriert werden soll oder ob es nicht integriert werden soll, das steht aktuell nicht fest, aber natürlich vorstellbar ist es. Warum denn nicht so vorstellbar, dass auch noch in der Surf-Ära eine Sauna und ein Fitnessteil entsteht? Jedenfalls kann das eine oder das andere. Wenn es in der Surf-Ära nicht passiert, dann können wir es natürlich noch mit integrieren. Zum Thema Bauzeit. Ich nehme mal an, Bauzeit ist jetzt bezogen auf die gesamte Surf-Ära. Derzeit sieht der Zeitplan, zugegebenermaßen ambitionierter Zeitplan, so aus, dass es 2024 fertig sein könnte. Das hängt allerdings von der Geschwindigkeit ab, wie wir agieren. Wir sehen bei Tesla, wie schnell es gehen kann. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir in Tesla-Geschwindigkeit hier vorangehen, aber der Zeitplan sieht eben vor Surf-Ära 2024. Und was unsere Schwimmhalle betrifft, falls das die Frage war nach der Bauzeit für die Spreeschwimmhalle, da hängt es tatsächlich vom Standort ab. Je nachdem, wo der ist, je nachdem, wie das Baurecht dort geschaffen ist, reden wir darüber, dass wir ja, die vielleicht in, sagen wir, anderthalb, vielleicht können wir es in 2 Jahren stehen haben. So in der Richtung stelle ich mir das Pi mal Daumen vor. Aber wichtig ist auch kommt auch immer wieder hoch. Wir werden, sobald wir dürfen, nach Corona, das Schwab, wie es jetzt ist, wieder öffnen. Der Ausdruck dessen ist, dass die komplette Belegschaft weiterhin ein Angestelltenverhältnis bei uns hier in der Stadt hat. Niemand ist bislang entlassen worden für irgendetwas, sondern es sind alle weiterhin in ihrem Angestelltenverhältnis wie zuvor, und wir haben auch nicht vor, daran etwas zu ändern, sondern derzeit sind die Pläne so, wir wollen Schwab wieder öffnen und wir werden es so lange laufen lassen, wie es geht. Und der beste Fall ist, es gibt jetzt kurzfristig die Entscheidung, möglicherweise pro Surf-Ära, wenn das so wäre, unter diesem Aspekt, bringen wir dann sofort alle nötigen Entscheidungen auf den Weg, um die Spreeschwimmhalle zu bauen. Und solange läuft das Schwab, so wie es ist, weiter. Wenn dann die Spreeschwimmhalle fertig ist, ziehen wir um mit diesem Sportteil und erst dann geht es los an dem neuen Standort. Abriss des Alten, Baufeldfreimachung und alles bauen.
dann ist der Zeitplan zugegebenermaßen wirklich sehr ambitioniert, aber er ist nicht unmöglich, aus meiner Sicht. So, die nächste Frage ist, was ist mit der Kupfersonne? Ja, also die Kupfersonne, da gibt es überhaupt gar nichts. Die Kupfersonne muss definitiv an die neue Sprechschirmhalle. Ganz klare Aussage. Das habe ich schon gesagt, schon ganz am Anfang. Da passiert gar nichts. Wasser, der Bedarf des Wassers ist die Frage. So, da ist eben der Vorteil, das war im Übrigen auch in der Diskussion ein entscheidender Vorteil für den Standort, da wo jetzt das Schwab steht. Denn das Schwab ist bereits ein Wasserparadies. Da ist schon ein entsprechender Wasserbedarf da, der an dieser Stelle auch gedeckt werden kann. Denn wenn das Becken einmal voll ist, dann passiert auch in der Surf-Ära genau das gleiche wie bei uns im Schwab. Das Wasser wird so lange aufbereitet und immer wieder weiter benutzt, bis es dann irgendwann nicht mehr möglich ist, es aufzubereiten, und dann entsteht erst Abwasser. So, und so wie das Wasser natürlich immer aufbereitet wird und immer im Kreislauf bleibt, braucht man natürlich auch kein neues. Das heißt, es ist momentan nicht zu erwarten, dass der Wasserbedarf höher ist für die Surf-Ära, als es jetzt fürs Schwab ist. Insbesondere auch deshalb, weil die Surf-Ära nach den aktuellen neuesten Standards gebaut wird und eben nicht, so wie das jetzige Schwab, nach dem Standard von 1997. So, das sind zwei ganz wesentliche Fragen, die gerade kamen. So, genau, was ist, wenn der Investor pleite geht? Ja, die Frage ist, geht in zwei Richtungen, glaube ich. Die sind ist auch an anderer Stelle mehrfach gestellt worden. Also, genau die Frage, was, wenn der Investor pleite geht, ist aus meiner Sicht und aus Sicht der Verwaltung auch der Punkt, der gegen Variante 2 spricht. Das, wenn ihr euch entsinnt, ist die Variante, wo Sportbecken und wo das Sportbecken innerhalb der Surf-Ära entstehen soll. Und zwar deshalb, weil wenn der Investor dann pleite geht, dann haben wir möglicherweise kein Sportschwimmbad mehr. Deshalb Vorschlag Variante 1 oder 3, extra Sportbad. Dann sind wir jedenfalls davor sicher, dass die Pleite des Investors keinen Einfluss auf unser Sportbad hat. Dieser Teil ist definitiv gesichert. Das ist natürlich erst nachdem, wenn alles steht. Wenn die Frage dahingehen sollte, was passiert, wenn der Investor anfängt zu bauen und dann pleite geht. Ich gehe davon aus, da alles, was mir bislang bekannt ist, steht das notwendige Geld zur Verfügung. Die entsprechenden Absichtserklärungen sind da. Das heißt, es gibt für mich überhaupt keinen Grund zu glauben, dass das Projekt selbst nicht fertiggestellt wird. Ich gehe also davon aus, dass es fertiggestellt wird, sodass ich die Frage dann darauf konzentrieren kann, okay, das Ding wird gebaut, es wird fertiggestellt, es wird eröffnet und danach geht irgendjemand pleite. Auch das könnte die Frage sein. Wenn jemand danach pleite geht, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder es findet sich jemand anders, der es weiter betreibt. Da fällt mir das Beispiel Tropical Island ein. Seinerzeit sollten dort Zeppeline gebaut werden, das ist die Cargolifter-Halle. Cargolifter ist pleite gegangen, anschließend hat es jemand übernommen und hat dann Freizeitpark draus gemacht und jetzt ist da Tropical Island. Ich glaube, viele waren schon mal da. Ich selber hatte das Vergnügen noch nicht. Und Tropical Island ist inzwischen auch verkauft worden an jemand anderes. Da gab es also offensichtlich jemanden, der sagte, Mensch, da kann man noch viel mehr draus machen, ich kaufe das. Das heißt, es ist dann zu erwarten für den Fall, dass das dann irgendjemand anderes übernimmt. Da wir als Stadt aber da nichts drin haben, wir haben selbst kein Geld reingegeben, wir haben keine Verträge mit dem Ganzen, außer möglicherweise Sozialtickets zu bekommen, hat keinen Einfluss auf die Stadt. Es gibt kein Risiko für uns bei diesem Modell. Das Risiko gäbe es nur dann, wenn wir das Sportbecken in die Surf-Ära bauen würden, weil dann hätten wir wirklich ein Problem im Falle, dass die Surf-Ära so nicht weiter betrieben werden würde. Weitere Fragen? So, Gigantomanie versus Chance. Was auch immer die Frage heißt. Ist es Gigantomanie? Ich weiß es nicht. Das kann man so betrachten. Ich sehe das nicht so. Es gibt ganz andere Sachen, weil ich würde mal behaupten, seinerzeit, als die Fürstengalerie gebaut worden ist, gab es auch die eine oder andere Stimme, die von Gigantomanie gesprochen hat, die gesagt hat, braucht man das? Nein, braucht man nicht. Gab es ja viele, weiß ich bis heute.
haben sich alle verwundert die Augen gerieben. Tatsächlich ist es so, dass die damaligen Entscheidungsträger heute wie damals davon überzeugt sind, dass es eine gute Entscheidung war. Und ich glaube auch, dass wenn die Surf-Ära kommt, wir in 20 Jahren auch sagen, das war eine gute Entscheidung und es hat nichts mit Gigantomanie zu tun, sondern es ist ein wahnsinnig tolles Angebot, das die Stadt bereichert. Und wie gesagt, die Chancen, die damit zusammenhängen, da geht es eigentlich um die Frage, für mich geht es um die Frage, wie groß sind die Risiken, die damit entstehen. Ich sehe nicht sehr viele Risiken, die da sind, außer halt, dass es pleite wird, geht, dass es ein Rohrkrepierer wird oder ähnliches. Ansonsten sehe ich hauptsächlich die Chancen für die Stadt Fürstenwalde. Nicht nur, weil ein Arbeitgeber entsteht. Kleine Kinder. Ja, gibt es was für die Familie? Ich hatte schon darauf hingewiesen, es gibt eben diese, vielleicht können wir nochmal schwenken. Das ist hier diese, das was hier als Family Zone bezeichnet wird. Und das ist dann hier drüben, gucken, was mein Mikrofon, das ist dann hier drüben dieser Bereich, wo einfach kleine Becken, Planschbecken und Fontänen und ähnliche Dinge dort dann für die Familie und die Kleinsten letztendlich angeboten werden. Und ja, es ist auch niemand verpflichtet zu surfen, wenn er nicht surfen möchte. Man kann auch reingehen und eben nicht surfen. Dann kann man diese Angebote eben auch nutzen eben für kleine Familien. Und das ist dann auch alles kostengünstiger. Ist keiner verpflichtet, mehrere hundert Euro dort irgendwie auszugeben, weil er einen entsprechenden Kurs macht oder machen möchte. So, ja, das ist Gigantomanie. Das ist ja so ein bisschen das Thema Palast. Was baut man sich denn dahin für eine wahnsinnige Anlage? Wie gesagt, die Frage ist einfach nur die, für mich jedenfalls, werden wir irgendwann in der Situation sein, dass wir, unsere Jugend, diejenigen, die uns nachfolgen gegebenenfalls, irgendwann mal sagen, Mann, oh Mann, die Surf-Ära, das ist doch eine tolle Sache. Warum müssen wir denn dafür woanders hinfahren, um dieses Angebot zu nutzen? Warum steht das Ding nicht in Fürstenwalde? Und da, was da eben mitschwingt, ist einfach die Sache, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, die Surf-Ära kommt, sie wird gebaut und sie wird auch in unserer Nähe gebaut werden, wenn sie nicht in Fürstenwalde gebaut wird. Und dann wird sich die Frage stellen, werden die Besucherzahlen bei unserem Schwab genauso sein wie bisher? Oder fahren dann nicht vielleicht die Fürstenwalder doch lieber woanders hin, um dort dann die Surf-Ära zu nutzen? Das sind all die Dinge, die ich sehe, denn das sind dann auch potenzielle Besucher, die jedenfalls nicht mehr an Schwab gehen, weil das Angebot des Schwab schon 23 Jahre alt ist. So, das Thema Wasser hatten wir, glaube ich, an sich. Also wie gesagt, da sehe ich auch wirklich nicht das große Problem. Wasserversorgung ist da. Und wenn ihr euch entsinnt, der eine oder andere Ältere wird es wissen, seinerzeit war nördlich von vom Schwab ja das Litepone-Werk, später Lakufa. Und die haben dort Farben produziert. Und für die Produktion von Farben, insbesondere von wasserbasierten Farben, bedingt immer, dass Wasser benötigt wird. Und Lakufa und Litepone, die hatten wirklich einen wahnsinnigen Wasserverbrauch bei der Produktion. Die Produktion ist eingestellt worden, was aber wiederum, also was im Moment heißt, dass eben dort gar nicht mehr so viel Wasser benötigt wird, es wird ja nicht mehr produziert, wie in der Vergangenheit. Heißt aber auch, da die Wasservorkommen ja mal ausreichend waren, um diese Produktion abzusichern, ist jedenfalls nicht zu befürchten, dass wir da ein Problem haben. Und wenn Sie diejenigen fragen, die im Norden ein Familienhaus oder ein Eigenheim haben mit einem Keller, dann werden viele von Ihnen Ihnen sagen, dass seit der Einstellung der Produktion der Wasser, der Farben im Lakufa das Grundwasser gestiegen ist und viele Keller abgesoffen sind. Also ich sage es nochmal, das spricht eigentlich für den Standort Nord, weil wir viel Wasser haben an der Stelle. So. Achso, es wurde noch ein Zusammenhang hergestellt zu Tesla, weil ja Tesla auch einen großen Wasserverbrauch hat oder haben soll. Ich will da an der Stelle sagen,
Das Tesla-Gelände liegt in einem ganz anderen Wassereinzugsbereich, als es hier Fürstenwalde und die eventuelle Surf-Ära ist. Also hier gibt es kein Problem, es ist ein völlig anderes Gebiet. Ja, ich sag's nochmal, auch wenn es dem einen oder anderen, der von Anfang an geguckt hat, inzwischen nach 53 Minuten zum Halse raushängt. Die Schwimmhalle bleibt. Also anders ausgedrückt, eine Schwimmhalle bleibt. Egal in welcher Variante die hier gerade in Rede steht. Die Schwimmhalle bleibt bei Variante 4. Dann heißt es nämlich, wir sanieren das, was da ist. Und die ersten Mittel werden definitiv in die Sanierung des Sportbades fließen, damit wir das tatsächlich sichern für all die Angebote, für die man ein Sportbad braucht. In den anderen drei Varianten heißt es, es entsteht an anderer Stelle eine neue Sportschwimmhalle. Entweder die Stadt Fürstenwalde selbst macht es und betreibt es, oder aber ein Sportbecken wird in der Surf-Ära entstehen, wo wir es dann nicht betreiben werden, sondern andere. Ich hatte dazu schon ausgeführt, das ist die vermutlich nicht ganz so gute und clevere Lösung, weil die Risiken deutlich überwiegen. Und wenn ich eine Lösung habe, die mehr Risiken hat als eine andere, dann nimmt man natürlich nicht die risikobehaftete. So, und wie gesagt, nochmal, eine Schwimmhalle bleibt und wird es in Fürstenwalde geben. Und wenn es nach mir geht, auch noch die nächsten 50 Jahre, so wie die 50 Jahre zuvor. So, Parkplatz. Wie ist die Situation, der Plan bezüglich Parkplätze? Ja, bezüglich der Parkplätze, da haben wir mehrere Varianten. Es hängt ein Stück weit davon ab, wie viel Platz denn tatsächlich die Surf-Ära selbst braucht und was wir im Umfeld noch an Möglichkeiten für Parkplätze schaffen können. Oder aber eben auch die Surf-Ära selbst, die Vorhabenträger, dass die selbst gucken, wo sie noch Parkplätze unterbringen können. Ganz grundsätzlich ist zu sagen, bei dem Bedarf, den wir an Parkplätzen haben, halte ich es für einen Frevel, wenn wir diese Parkplätze, die benötigt werden, auf ebener Fläche zur Verfügung stellen. Dafür bauen wir uns dann eine riesige Betonwüste, die kein Mensch braucht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir eher in Richtung Parkhaus reden müssen. Und auch das ist dann letztendlich die Verpflichtung derjenigen, die hier die Surf-Ära bauen wollen. Wenn Sie Parkplätze benötigen, dann müssen Sie sie irgendwo schaffen. Und wenn Sie sie exklusiv nutzen wollen und nutzen müssen für die Surf-Ära, dann muss auch dieses gebaut werden. Und hier ist dann nur noch die Frage, wie wir uns als Stadt selbst positionieren wollen, ob wir sozusagen mitbauen wollen, also sagen, nee, das kommt uns auch zugute, wenn wir also noch zusätzliche Parkplätze als Stadt mitbauen. Und ich sage mal, ein fünfgeschossiges Parkhaus wäre sicherlich da auch im Umfeld möglich. Wenn man jetzt nur die Fläche nimmt, muss ich kurz mal gucken, wenn man sich jetzt nur überlegt, die Fläche, wo jetzt der Parkplatz fürs Schwab ist, diese Fläche ist 3.500 Quadratmeter groß, und wenn man aus dieser Fläche ein Parkhaus macht mit 5 Etagen, von mir aus 2 in Boden, 3 nach oben, oder auch nur 4, 1 in Boden, 3 nach oben, dann hat man ziemlich viel Fläche, also letztendlich die Fläche, die jetzt da ist, vervierfacht. Und damit haben wir auch nicht wirklich ein Platzproblem. Aber wir müssen in Gebäude, wir müssen in die Höhe, auf der Fläche wird es sicherlich deutlich ein Problem. Standort der Surf-Ära war die Frage. Der Standort der Surf-Ära soll tatsächlich der sein, wo jetzt das Schwab steht. Schwab und Spreeschwimmhalle. Und nochmal, erst neue Spreeschwimmhalle bauen. So ist der Idealzustand. Erst neu bauen, neu beziehen, eröffnen, alles umziehen. Und dann erst das schließen, was da ist. Wie viele Investoren? Also die Anzahl kann ich nicht sagen, aber es ist eben so, dass es in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation so ist, dass es sehr, sehr viel Geld aktuell gibt, das Anlagemöglichkeiten sucht. Wir haben seit vielen Jahren ein sehr niedriges Zinsniveau. Das heißt, die Attraktivität für viele Investoren steigt, in solche Projekte zu investieren. Es ist so, dass das Geld, Absichtserklärungen dafür sind bereits von den
Vorhabenträgern unterschrieben worden. Das Geld steht zur Verfügung und wartet darauf, dass es investiert wird. Wir reden über 100 bis 120 Millionen Euro. Die sind da. Wie gesagt, wie viele Investoren dahinter stecken, kann ich nicht sagen. Aber das Unternehmen, das investieren will, ist jedenfalls kein Unbekanntes. So, ja, wo könnte die Spreeschwimmhalle denn die neue entstehen? Also ich will es mal so sagen, wir sind im Moment in dem Stadium, wir haben Ende letzten Jahres, haben wir mal die gesamte Stadt gescreent und haben mal geguckt, wo wären denn mögliche Standorte. Wir kamen dann auf, ich weiß nicht, mindestens 25 mögliche Standorte. Da war ganz, ganz viel dabei. Aufbauschule, also war im Gespräch, Fürstenwalde Süd am Spreecampus, wo jetzt die neue Spreeoberschule entsteht, wo der passende Spreeoberschule, Spreecampus, Spreeschwimmhalle wäre eine Variante. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht auf alle eingehen, sonst sitzen wir hier noch eine Weile. Das sind einige, die sind wieder rausgefallen, also Lindenstraße, das wäre zum Beispiel auch noch eine Idee, wo man es machen könnte. Auch beim Kaufland in Fürstenwalde Süd gäbe es eine Möglichkeit, was mir jetzt noch einfällt, aber auch da, wo sie jetzt steht, in Fürstenwalde Nord, also nicht an der gleichen Stelle, sondern im Umfeld der großen Freizeit, ne? Die Straße, große Freizeit. Wir haben ja da noch deutlich andere Entwicklungspotenziale, wenn ihr euch das zum Beispiel mal vor Augen führt. Wir haben ja diesen zugegebenermaßen sehr in die Jahre gekommenen Skaterplatz mit den wirklich alten Rampen, die da sind. Die kann man ja fast nicht mehr als Rampen bezeichnen. Wir haben dann den Bolzplatz, wir haben das Basketballfeld, die Asphaltfläche und dann anschließend auch den Parkplatz, der da noch kommt. Alles neben diesem Bowling Center. Das sind so, es wäre auch vielleicht noch ein Standort, den man noch mal intensiver prüfen könnte. Und die Fläche, die wir da haben in diesem Bereich, ist aus meiner Sicht also mit 18.000 Quadratmeter ziemlich groß. Und eh jetzt Ängste aufkommen. Natürlich würde dann wiederum alles entwickelt werden. Also mein Ziel ist es dann, wenn man schon so einen Standort für eine neue Spreeschwimmhalle hat, dass man auch zusätzliche neue Angebote macht. Und da liegt mir eins genau, sehr, sehr am Herzen. Das ist das Thema, Skaterplatz. Denn ich habe es gerade schon gesagt, der da ist, der ist nicht mehr up to date. Und wenn wir die Chance hätten, dieses ganze Areal neu zu entwickeln mit einem neuen Skaterplatz, einer neuen Spreeschwimmhalle, einem neuen Bolzplatz, mit noch zusätzlichen Angeboten, vielleicht noch einen Tennisplatz, wenn benötigt, oder auch die Minigolfanlage da mit unterzubringen, wenn man das alles schön gestaltet, auf dieser ganzen Fläche und daneben noch ein Parkhaus, 5 Etagen, dann haben wir also, dann verdient die Straße große Freizeit wirklich ihren Namen. Und das wäre, sage ich mal, wenn man mich nach einer Vision fragt, eine Idee. So, also im Moment ist es so, nochmal, ich will das nochmal betonen, es gibt momentan nur eine Entscheidung für einen Weg. Es gibt keine Entscheidung, die final ist. Es geht nur darum, eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, die besagt, wir Stadt Fürstenwalde möchten mit euch an diesem Projekt weiterarbeiten und die Investoren sagen, wir möchten das mit euch am Standort Fürstenwalde auch. Mehr ist es nicht. Eine Absichtserklärung. Und bei dieser Absichtserklärung geht jetzt tatsächlich darum, und deswegen Variante 1, 2, 3 oder 4, wie gesagt, Variante 4 heißt faktisch, nein, in Fürstenwalde wird es keine Surf-Ära geben. Bei Variante 1, 2, 3 ja, und zusätzlich eine neue Sportschwimmhalle. Und die Entscheidung ist, obliegt letztendlich, also jetzt über den weiteren Weg, obliegt den Stadtverordneten, dafür sind sie gewählt, 32 Stadtverordnete, aufgeteilt in 7 Fraktionen und einem Einzelabgeordneten oder Einzelstadtverordneten. Sie sind diejenigen, die die entsprechenden Entscheidungen treffen. Und sobald jetzt eine Entscheidung getroffen ist, sagen wir mal, bei Variante 4 ist das Thema durch, dann müssen wir uns darüber unterhalten, wo wir 20 bis 30 Millionen Euro hernehmen, um das Schwab
so herzurichten, wie es jetzt ist, so wie es ist, dieses Angebot aufrechtzuerhalten für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Und nur bei den Varianten 1, 2 oder 3 würden die Planungen weitergehen. Und dann wird auch die Öffentlichkeitsbeteiligung losgehen. Dann wird es darum gehen, okay, was können wir umsetzen? Ist es machbar? Gibt es vielleicht unüberwindbare Hürden? Wird sich möglicherweise herausstellen, dass die Mehrheit der Fürstenwalder, und das wird dann eben der Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben, dass die Mehrheit der Fürstenwalder tatsächlich dagegen ist, dass dieser Surfpark hier entsteht. Wenn sich das herauskristallisieren würde, dann wäre das der Moment, wo man die weiteren Verhandlungen abbricht. Und die Absichtserklärung, um die es jetzt gerade geht, die jetzt in Rede steht, sieht immer vor, dass man auch abbrechen kann. Und eine für mich unüberwindbare Hürde wäre, wenn tatsächlich die Mehrheit der Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder sich dagegen aussprechen würde, dieses zu tun. Aber das muss heute nicht passieren. Heute geht es nur um den weiteren Weg. Arbeitet man weiter miteinander oder auch nicht? Und es geht auch darum, und jetzt versetze ich mich mal in die Lage derjenigen, die vorhaben, so ein Projekt umzusetzen, was ein riesengroßes Projekt ist, für jeden, der das umsetzen würde. Aber ich hätte gerne Sicherheit, arbeite ich jetzt zumindest in eine Richtung, dass etwas Realität werden könnte, oder bewege ich mich weiter im Wagen, was da lautet, ich arbeite möglicherweise auch für den Papierkorb, oder ich kann dann auch vielleicht sagen, ich habe jetzt einen Standort, für den ich mich sozusagen entschieden habe, lassen wir natürlich noch einen Plan B immer ein Stück weit auch offen. Aber das ist gerade die Entscheidung, um die es geht. Und da ist überhaupt noch nichts in Stein gemeißelt. Und, ist mir auch ganz wichtig, bei der Entscheidung über die Absichtserklärung ist noch kein Tropfen Wasser aus dem jetzigen Schwapp abgelassen worden. Es ist noch nichts darüber gesagt, ob wir das Schwapp schließen, wann und wie und was damit sonst passieren soll. So, das was auch immer viele umtreibt, genau, das ist das Thema Schließzeit. Also zwei Sachen dazu zum Thema Schließzeit. Weil ja immer, zumindest ist das mein Eindruck, weil das immer so ein bisschen mitschwingt unterschwellig, dass irgendjemand glaubt, dass wir, wenn wir Variante 4 wählen, also in die Sanierung des Bestandes, des jetzigen Schwapp, investieren, dass wir dann keine Schließzeit hätten. Das ist falsch. Das ist eine falsche Grundannahme. Denn schon die Sanierungsstudie, die uns vorliegt seit letztem Jahr, geht davon aus, dass umfangreiche Schließzeiten benötigt werden, weil wir das aktuelle Schwapp kernsanieren müssen. Das heißt, wir müssen das Sportbecken bis auf den Grundbeton zurückbauen. Wir müssen das jetzige 25 Meter Becken rausnehmen, wir müssen das Nichtschwimmerbecken rausnehmen, wir müssen umfangreich den Beton sanieren und das kann nicht im laufenden Betrieb passieren. Summa summarum, es sieht der Plan, der uns in der Studie vorgestellt worden ist, vor, dass einmal über 6 bis 8 Monate das Sportbad komplett geschlossen sein soll. Es sieht vor, dass das Spaßbad 14 Monate komplett geschlossen ist und es sieht auch vor, dass das gesamte Schwapp, also das gesamte Objekt, für mindestens 6 Monate geschlossen ist. Das heißt, alleine wenn man es auf dem Bereich Sportbad betrachtet, haben wir bei Sanierung des Schwapp nicht nur die Aufgabe, 20 bis 30 Millionen aufzuwenden, sondern wir haben definitiv auch mindestens ein Jahr verteilt auf mehrere Jahresscheiben Schließzeit. Und ein Neubau eines neuen Sportbades gibt uns die Chance, diese Schließzeit so gering wie möglich zu gestalten. Wenn wir jetzt schnell sind, wenn wir uns dafür entscheiden, dieses zu tun, dann ist das natürlich auch das Go für alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für die Politik, hier ganz zügig voranzugehen, diese neue Spreeschwimmhalle in einem neuen Standort zu bauen. Und der beste Fall ist, ich habe das schon beschrieben, jetzt in diesem Video hier, ist der, neue Spreeschwimmhalle ist fertig, alle können einziehen, wir können sie eröffnen und erst dann schließen wir das alte Sportbad. Das wäre das Beste und die Chance haben wir dazu. Aber sie wird immer kleiner, je länger natürlich
die Entscheidung letztendlich dauert oder bis wir zu einer Entscheidung kommen und bis dann im Prinzip alle Details geklärt sind. Also in keinem Fall, in keiner der vier Varianten, die ich gerade vorgeschlagen habe, werden wir vermutlich ohne Schließzeit auskommen. Aber es gibt Varianten, wo das Potenzial da ist, dass die Schließzeit möglichst klein ist. Sollten nicht andere Probleme der Stadt angehören, vor allem in Nord? Ja, natürlich, aber das Problem ist ja da. Und das Problem, was wir aktuell haben, ist das Schwab. Denn wir stehen vor der Frage, egal, unabhängig von der Surf-Ära, wenn man das jetzt mal wegnimmt und sagt, okay, wir reden jetzt mal nicht über die Surf-Ära, wir reden nicht über dieses Projekt, dann müssen wir über das Schwab reden. Und wir müssen über die Sanierung des Schwab reden. Wie ich das schon sagte, derzeit sagt die Sanierungsstudie, 20 bis 30 Millionen Euro werden dafür benötigt. Und dieses Geld muss aufgewandt werden. Und dann kommt automatisch die gleiche Frage auch bei mir auf. Sollten wir tatsächlich 20 bis 30 Millionen Euro aus dem Haushalt der Stadt Fürstenwalde, die definitiv nicht da sind, denn unser gesamter Haushalt hat nur 65 Millionen Euro jedes Jahr. Sollten wir das in das Schwab investieren oder gibt es nicht, ich lese es vor, andere Probleme der Stadt, die angegangen werden müssten, insbesondere im Stadtteil Nord? Und da sage ich, okay, die Chance der Surf-Ära eröffnet uns unter anderem auch die Chance, da wir, keiner von uns will mit irgendjemandem darüber diskutieren, ob wir ein Sportbad noch haben oder nicht haben. Ich sage es nochmal, ich glaube jetzt zum 8. oder 10. Mal, aber ich weiß, die Kommentare sind immer wieder die gleichen. Warum soll die Schwimmhalle weg? Die Schwimmhalle soll nicht weg. Deswegen sage ich es nochmal, ich möchte mit niemandem darüber diskutieren müssen, weil es klar ist, ohne Sportschwimmhalle wird hier mit der Stadt Fürstenwalde nichts passieren. Die brauchen wir definitiv. Wenn wir jetzt also die Chance ergreifen und für 6, 7 oder 8 Millionen Euro eine neue Sportschwimmhalle bauen, dann würde in der theoretischen Betrachtung 12 Millionen Euro übrig bleiben, um andere Probleme in Fürstenwalde Nord anzugehen. Die haben wir aber nicht, wenn wir ins Schwab investieren müssen. Und da außer Frage steht, dass wir, wenn wir das Schwab behalten wollen und am Markt behalten wollen und offen halten wollen, investieren müssen, weil sonst geht es nicht mehr, aus Sicherheitsgründen geht es schon nicht mehr. Wenn das klar ist, dann stellt sich tatsächlich die Frage nicht, ob wir andere Probleme haben. Und dann müssten wir eigentlich über ganz andere Dinge reden. Also ja, wir haben andere Probleme. Sie könnten uns potenziell, wie soll ich sagen, sie könnten lösbarer werden, wenn wir nämlich nicht mehr uns mit dem Problem auseinandersetzen müssten, wo nehmen wir als Stadt 20 bis 30 Millionen Euro her, um das Angebot des heutigen Schwabs aufrechtzuerhalten. Ah, okay. Also für alle, die jetzt später dazugekommen sind, wir haben immer noch 118, wir sind jetzt bei einer Stunde, 10 Minuten. Freue mich wahnsinnig über die Teilnehmer. Also für alle, die später dazugekommen sind, gerne das Video nochmal von vorne ansehen, weil ansonsten wiederhole ich mich und das, also habe mich jetzt schon tausendmal wiederholt. Es wird dann auch langweilig und vor allen Dingen, wenn sich später dann nochmal jemand was angucken möchte, dann könnte es vielleicht sein, dass hinten nochmal ein paar interessante Informationen kommen, aber man vorher schon abschaltet, weil man alles schon viermal gehört hat. Also von daher, alle, die jetzt später dazugekommen sind, guckt es euch gerne nochmal von vorne an. Wenn noch Fragen offen sind, dann einfach die Fragen nochmal in die Kommentare. Wir antworten auch weiter, also wir antworten dann auch schriftlich, auch wenn wir jetzt dieses Event hier demnächst dann doch beenden, weil ich glaube, spätestens nach anderthalb Stunden hat dann auch den Letzten die Langeweile gepackt und hat keine Lust mehr, mir zuzuhören, was ich verstehen könnte. Deswegen bitte einfach weiter kommentieren, wir nehmen es auch auf Fragen, wenn Fragen auftauchen, die wir vielleicht jetzt nicht beantworten können, die vielleicht noch später in sagen wir, Planungen gelöst werden müssen, dann werden wir die auch hier mal weiter verlinken. Und natürlich geben wir auch alle möglichen Informationen, die wir öffentlich geben können, gerne hier raus. So. Eine Frage
die auch immer wieder gestellt wird. Wir müssen übrigens unbedingt berücksichtigen, dass wir ein Inhaltsverzeichnis machen. Nein, oh, interessante Frage. Geht es der Gartenanlage an den Kragen? Damit ist die Gartenanlage gemeint, die stadtauswärts gesehen vorm Schwab auf der, müsste die östliche Seite sein, steht. Nein, die steht nicht in Frage und da gibt es überhaupt keine Bestrebungen, daran etwas zu ändern. Ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, jetzt noch eine ganz wesentliche Frage, die jetzt hier im Chat offensichtlich noch nicht gestellt worden ist, aber die ich bei mir noch auf dem Zettel habe aus früheren Diskussionen. Was passiert mit dem Personal? Das müssen wir unbedingt hier ins Inhaltsverzeichnis aufnehmen. Also bei 1 Stunde 14 beantworte ich die Frage nach dem Personal. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich der ein oder andere, wir haben ja reichlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schwab, dass es da ein bisschen Unsicherheiten gibt. Wobei man an der Stelle sagen muss, es muss sich niemand sorgen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Bilde. Sie kennen dieses Vorhaben, vielleicht nicht im Detailgrad, aber sie wissen, worum es geht. Und sie kennen natürlich den Zustand ihrer Arbeitsstätte am allerbesten. Und deswegen kennen sie auch genau den Zustand und was notwendig ist, was gemacht werden muss und wo die Problemlagen liegen. Ganz generell kann ich sagen, Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz muss sich niemand machen, und zwar aus zwei Gründen. In der Variante 4, wenn es also heißt, die Stadt Fürstenwalde investiert 20 bis 30 Millionen in das bestehende Schwab, dann werden wir das Personal auch brauchen. Und es ist auch klar, dass wir natürlich während der Schließzeiten dann das Problem haben, dass wir unser Personal nicht beschäftigen können, es aber weiter bezahlen. Und auch da, wenn die Entscheidung fällt, dass wir investieren, dann muss auch das mit abgedeckt werden. Und ich persönlich rechne mit ca. 3 Millionen Euro zusätzlichen Kosten, die wir nur dafür benötigen, dass wir die Schließzeiten abdecken. Das heißt, wir haben keine Einnahmen, die wir generieren, stattdessen aber eben die Kosten. Und auch deswegen, weil wir natürlich das Personal nicht entlassen wollen. Auf gar keinen Fall. So, jetzt kommen wir zu den anderen Varianten. Für den Fall, dass wir uns entscheiden, das Surf-Era-Projekt weiter zu verfolgen und eine neue Spreeschwimmhalle zu bauen, dann liegt es schon in der Natur der Sache. Es muss niemand Angst haben, denn wenn eine neue Schwimmhalle entsteht, wird wieder das Personal benötigt. Es kann also unmittelbar weiterarbeiten an einer neuen, schöneren, tolleren, effizienteren Betriebsstätte. Und weiß nicht, wie ihr das so seht, aber an einen neuen, modernen Arbeitsplatz zu kommen, hat auch was. Natürlich ist es auch das Gewohnte, ist auch immer schön, aber wenn es neu und modern ist, gibt es auch immer wieder Leute, die das toll finden. Und das ist der eine Teil. Und damit einher geht natürlich das Thema Surf-Ära. Und ihr könnt euch vorstellen, bei einem solchen großen Projekt, da werden nicht etwa 20 oder 30 Fachleute gebraucht, sondern es ist die Rede von 100 bis 150 Leuten, die dort, Menschen, die dort arbeiten können. Das heißt also, klar, es liegt auch in der Natur der Sache, eine Schwimmhalle, eine neue, braucht nicht ganz so viel Personal wie ein Spaßbad mit Schwimmhalle. Aber es heißt daran auch, dass die Surf-Ära entsteht und dort sollen 100 bis 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Und ich will zumindest einen Aspekt noch mit reinbringen, weil der immer außen vor gelassen wird. Es gibt auch den einen oder anderen, der in der Zwischenzeit und in den nächsten 3 bis 5 Jahren, sage ich mal, in Rente geht. Und diese Menschen müssen sich insbesondere überhaupt keine Sorgen machen, denn bis dahin werden wir definitiv das Personal noch brauchen. Aber unser Personalbestand wird allein durch Verrentungen sowieso sinken. Damit ist hoffentlich zumindest die Personalgeschichte und die Ängste, die da bestehen, ein bisschen abgebaut. Da muss sich niemand Sorgen machen. Kann die Surf-Ära auch in Süd gebaut werden? Also wenn wir ganz grundsätzlich über andere Standorte reden, dann machen wir im Prinzip den ganzen Fragenkatalog wieder von vorn auf. Und zwar dahingehend, wie ist es mit der Anbindung, wie sieht es mit dem öffentlichen Personennahverkehr aus, wie ist die Erschließung, wie ist es mit dem Wasserbedarf. Das sind dann alles Fragestellungen, die dann an dem anderen Standort genauso zu stellen sind
wie genauso zu stellen sind wie jetzt. Aber eine für mich ganz wesentliche Frage ist, weil es geht ja damit einher, wenn die Surf-Ära in Süd gebaut wird, warum sollte man das tun, wenn es einen anderen Standort gibt, der besser ist? Heißt, das würde man nur dann tun, wenn das Schwab, so wie es jetzt steht, in Nord stehen bleiben soll. Darüber hatte ich schon ausgeführt, wenn es stehen bleiben soll und weiter betrieben werden soll, müssen wir 20 bis 30 Millionen investieren mit den entsprechenden Schließzeiten etc. pp. Und dann haben wir an einem anderen Standort so ein Projekt wie die Surf-Ära. Da gibt es Rutschen, da gibt es Familienzonen, da gibt es Surfen, da gibt es Spaß, da gibt es Fun ohne Ende. Glaubt wirklich jemand, dass die Stadt Fürstenwalde groß genug ist für zwei solcher Projekte? Ich persönlich glaube das nicht. Diese beiden Projekte parallel zueinander werden sich kannibalisieren. Soll heißen, es gibt dann eine hinreichende Anzahl von Besuchern, die vorher ins Schwab gegangen sind, die dann nicht mehr ins Schwab gehen, sondern in die Surf-Ära. Was dazu führt, dass das Schwab unwirtschaftlicher zu betreiben ist. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal den Schwenk machen, warum ich als Betriebswirtschaftler, als Kaufmann sage, wir tun gut daran, wenn wir versuchen, uns das Projekt Surf-Ära nach Fürstenwalde zu holen. Und zwar wegen unseres Schwab. Klingt das vielleicht ein bisschen widersinnig? Ich erkläre es kurz. Ich habe gesagt, ich bin überzeugt davon, dass die Surf-Ära entstehen wird. Und sie wird hier irgendwo in der Nähe entstehen. Im Umfeld von Berlin wird sie entstehen. Und wenn sie steht, dann wird das unweigerlich dazu führen, dass es den einen oder anderen gibt, der bislang regelmäßig im Schwab war, dass er dort nicht mehr hingeht. Warum? Weil es die neue, frische, moderne Surf-Ära gibt. Und im schlimmsten Fall aus unserer Sicht, steht die auch noch viel näher an Berlin und hat damit die ganze Zielgruppe. Und der geneigte Berliner ist dann vielleicht derjenige, der eher in die näher gelegene Surf-Ära fährt, als er dann noch ins Schwab kommt. Und dann fallen wir von unseren 300.000 Besuchern pro Jahr dann mal schnell auf 200, 150.000 Besucher zurück. Und dann ist ein wirtschaftlicher Betrieb des Schwab vollkommen aussichtslos. Dann braucht man nicht mal im Ansatz darüber nachdenken. Und das sage ich als Kaufmann. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber reden, soll doch die Surf-Ära woanders gebaut werden. Es hat immer Auswirkungen auf unser Schwab. Es hat jetzt schon Auswirkungen, wenn die Blütentherme in Werder eröffnet. Es wird weitere Auswirkungen haben. Es hatte übrigens immer Auswirkungen, wenn an anderen Orten solche Bäder entstanden sind. Und es wird auch Auswirkungen haben, weil auch in Polen ein Spaßbad in Planung ist. Und das müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir Variante 4 wählen und 20 bis 30 Millionen von den Momenten noch nicht klar, so wie sie hernehmen, in das Schwab investieren wollen, ohne dann zu wissen, wie das dann wirtschaftlich noch dargestellt werden soll. Okay, pardon. Also was sind die nächsten Schritte? Das ist jetzt die aktuelle Frage. Also die nächsten Schritte sind, die, dass im Moment steht in Rede, dass es, wie gesagt, um eine Absichtserklärung geht. Erstmal geht es nur darum, zu entscheiden. So simpel kann man es gestalten. Bitte, liebe Stadtverordnete, als gewählte Vertreter der Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder, entscheidet euch. Soll das Schwab, wie es ist, so stehen bleiben, dann heißt das unmittelbar, in den nächsten 2 Jahren müssen wir definitiv die Investition vornehmen. Wenn das die Entscheidung ist, dann ist das so. Dann geht das einher mit der Entscheidung und der Absage an die Investoren, an die Vorhabenträger, dass die Surf-Ära nicht in Fürstenwalde entstehen wird. Die Alternative ist, wenn man nicht Variante 4 wählt, man wählt eine von Varianten 1, 2, 3. In jedem Fall heißt das, ja, wir begeben uns auf den Weg, die Surf-Ära in Fürstenwalde zu entwickeln. Und dann kommt eine lange To-Do-Liste, genau mit ganz vielen Fragen. Wo kann eine neue Spreeschwimmhalle entstehen? Wie kann sie gebaut werden? Was sind die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer? Wie kann sie betrieben werden? Das sind all die Fragen.
Es muss das Baurecht noch geklärt werden, es muss ganz viel, was auch mit Parkplätzen, also ganz, ganz viele Fragen, die müssen wir natürlich dezidiert beantworten. Aber das tun wir erst, wenn die Entscheidung pro oder contra gefallen ist. Nochmal, es macht keinen Sinn, all die Fragen zu beantworten und am Ende des Tages steht die Entscheidung, nee, wir wollen doch eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil dann stellen sich ja automatisch die Fragen nicht. So, und wenn das entschieden ist und wir dann sukzessive Schritt für Schritt all diese Hausaufgabenliste abgearbeitet haben, dann wird final irgendwann ein Kaufvertragsentwurf vorliegen. Und der Kaufvertragsentwurf, da müssen noch Gutachten erstellt werden, Verkehrswertgutachten, welchen Wert hat das Grundstück und so weiter. Wenn das alles geklärt ist, dann wird es einen Kaufvertragsentwurf geben. Der wird dann wiederum den Stadtverordneten vorgelegt, damit sie dann entscheiden können, ob zu diesen Konditionen verkauft werden soll oder ob das Vorhaben gestoppt wird, weil man sich nicht einig wird. In welchen Belangen auch immer, welche das auch immer sein können. Aber wie gesagt, Abbruch ist jederzeit möglich. So, und dann ist dann am Ende, wenn der Kaufvertrag unterzeichnet ist, dann sind wir hoffentlich dann entsprechend schon so weit mit unseren Planungen für eine neue Sprechschwimmhalle, sodass wir dann noch anfangen können zu bauen. Wir konzentrieren uns darauf, würden weiterhin natürlich das Schwab betreiben, solange es geht, bis zum letzten Tag. Sofern es das Gesundheitsamt zulässt, solange es der TÜV zulässt und alle anderen, die da irgendwas mitzureden haben, ob man es betreiben kann, darf oder nicht. Und dann wird hoffentlich dann, wenn man diesen Weg beschreiten möchte, in 2024 die Surf-Ära eröffnet und wenn es nach mir geht, wäre ich froh, wenn wir in 2022 einen neuen Sprechschwimmhalle hätten. Mit der Sonne draußen dran. Auf jeden Fall. Und von mir aus auch 50 Meter Becken. Und Sauna und Reha und Fitness. So, also. Gibt es noch eine Frage? Nein. Zum Abschluss, weil ich glaube, es ist die meistgestellte Frage und manchmal sind es auch zwei Kommentare untereinander, obwohl der eine schon beantwortet worden ist. Ich sage es nochmal und damit möchte ich meinen Vortrag hier auch beenden. Es wird immer, egal wie jetzt entschieden wird, eine Schwimmhalle geben. Ein Sportschwimmbad für Lehrschwimmen, für Reha, für Schulsport, für Vereinssport. Die Frage ist nur, welchen Zustand wird es haben? Wird es das sein, wie wir es kennen? Wird es etwas anderes sein, etwas Neues, etwas Moderneres? Oder auch nicht? Aber ganz wichtig ist, wie gesagt, Spreeschwimmhalle, so nenne ich es, so der Arbeitstitel, als Sportbad wird es immer geben. Schließzeiten werden sich vermutlich nicht vermeiden lassen. Auch das sage ich zum Ende nochmal. Es wäre Augenwischerei, das zu behaupten. Aber wir haben die Möglichkeiten, sie so gering wie möglich zu gestalten. Und damit möchte ich jetzt enden. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Guckt euch gerne nochmal an. Bleiben wir im Dialog. Lasst uns sachlich einfach über das Thema reden. Ich weiß, es ist viel Emotion dabei. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin im Stadtteil Nord groß geworden. Ich kenne die Spreeschwimmhalle von damals. Ich weiß, ich habe wahnsinnig viel Zeit darin verbracht. Ich habe auch meine Jugend darin verbracht, wie viele von euch vermöglicherweise auch. Ich habe da auch schwimmen gelernt und, und. Auch für mich hängen da Emotionen dran. Aber am Ende geht es hier um die Sache. Es geht um die Zukunft und alles, was wir gegebenenfalls für Fürstenwalde erreichen können. Wir werden das Video in der Timeline nochmal veröffentlichen und wir werden auch nochmal die entsprechenden Links reinsetzen zu den Varianten für unser Bürgerinformationssystem. Es wird am Montag auch nochmal eine öffentliche Diskussion zu dem Thema geben. Gehe davon aus, dass vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, am Montag auch nochmal zu hören sein wird, von dem einen oder anderen Stadtverordneten, vielleicht auch noch von mir, vielleicht auch noch von dem einen oder anderen Mitarbeiter der Verwaltung. Wir werden auch viele konträre Meinungen diesbezüglich hören. Bildet euch eine Meinung, gerne, aber tut mir, tut allen, tut der Stadt einen Gefallen, macht es sachlich und bitte guckt es euch auch nochmal an, lest euch die Kommentare durch, bevor ihr schreibt, denn wirklich, das ist festzustellen, es werden immer und immer wieder die gleichen Fragen gestellt, sie sind alle schon mal beantwortet worden, nur noch nicht jedem. Und das ist aber im Moment auch nicht leistbar, dass man wirklich jedem die gleiche Antwort gibt.
bitte informiert euch. Und jetzt, schönes Wochenende. Viel Spaß bei was immer ihr auch tut und tun könnt. Und bleibt gesund und denkt an die Corona-Regeln.